So, weiter geht's heute mit Far Cry 6 und ich glaube, dass wir hier die zwei Sachen machen wollen, die Fernmeldestation und den Hinterhalt. It's you. My parents used to talk about you all the time. Did they now? So, ich habe die Musik um uns runtergedreht, nur so nebenbei. So, ich will jetzt eigentlich nicht mit Lorenzo quatschen. Was haben wir denn überhaupt als nächstes noch? Wir haben hier noch die Seite Liebe, ja, klar, okay. Das machen wir jetzt gerade mal raus. Was haben wir denn noch? Haben wir noch Level-3er-Geschichten? Das Ding haben wir noch. Rinaldo. Die Vorherrschaft. Juan. Ja, und dann hätten wir es. Erstmal. Zumindest die Dreier. Ich will die weg machen. Aber wir machen erstmal hier unten Oje. den Hinterhalt, würde ich sagen. Weil da gibt es wieder genug Ressourcen. Oje. Anyone ever tell you, you snore in your sleep? Only my mother. Hui. Oh. Upsi. Falsche Taste. Scheiße. Oh Mann. Egal. Alles gut. Glamoros hier, no? Nice barrel. So. Eigentlich würde ich da. Haben wir ein Fahrzeug überhaupt irgendwo? Ja, ne? Oder kriegen wir das so hin? Wo müssen wir denn überhaupt hin? Haha, ja, darunter. Ich weiß. Also ich denke mal, wir sind waffentechnisch relativ gut ausgerüstet. Wir haben ein. Ich wollte gerade sagen, warum hat sie. Wir haben ein Schossschutzgewehr, wir haben eine AK-47. Wir müssen ein bisschen aufpassen hier. Wir müssen ein bisschen aufpassen hier. Ja, und danach werden wir wahrscheinlich. Also, wir werden jetzt erstmal die ganzen alten Missionen machen, so Level 3 und 4 und sowas. Wir sind ja Level 6 jetzt mittlerweile schon. Ich will ja gerne alle Quests machen. Ich will das Ding ja nicht durchhauen. Ich will halt gerne genießen. Gerade wie gesagt beim Thema Far Cry. Das wird jetzt auch wieder der längere Zeit ein Teil, den ich mal durchgezockt habe. Fuck, Hydro haben wir, glaube ich, gar nicht durchgezockt. Das haben wir dann irgendwann abgebrochen, weil sich der Kollege da nicht gemeldet hat. Irgendwas ist da. Ich sehe noch nicht was. Da. I see a medic. Nicht mehr. Bad Dog. Tschüss. Ich habe dann wieder zurück, oder? Bei wilden Tieren musst du immer ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, ich würde den Hinterhalt gerne machen. Da wäre ein Auto. Ist das da vorne? Ist das das? Ist das nicht nur der eine? Nee, zwei. Pistolen Paul und Mörser Martin. So. Okay. Raketenschütze ist das. Nix Mörser, Raketen. Raketen, Robert. Den würde ich sagen, kannst gerne als erstes ausschalten. Wir gehen mal darüber. Looks like those guerrillas need help. Ach, der hat uns hier schon gesehen, oder? Wir lassen es mal noch, wie es ist. Warte mal, da. Da habe ich das jetzt nicht gesehen, die zwei. So, ich mache mir noch mal genauer einen Überblick.
Wir nehmen erstmal den hier aus dem. Okay. Egal, wir kriegen's hin. Der ist tot. Da sind noch mehr. Die habe ich gar nicht gesehen. Warum auch? Moin denn. Da kommt mal hinab. Was schießt denn der? Ach, ihr Freunde oder was? Da kommt noch einer. Was schießt? Warte! Was schießt denn du jetzt mit mir? Ist er auch tot? Ja. So, haben wir sie jetzt oder was? So, da ist noch irgendwas eingekritzelt. Moment, was haben wir? Schatzsuch ist das. Vergiss nicht, Sigfrido nach dem Pelikan zu fragen, der über den Berg fliegt. Das könnte bedeuten, dass die Dame nicht mehr da ist. Hoffentlich ist alles in Ordnung. Okay. So, Vorratslieferung stehen. Machen wir noch glatt. Geschafft. Schießpulver. Neues. Und zum Primo-Kleber. Da war ein Pro-Material. Wundert mich, dass wir jetzt unbefugtes Betreten immer noch haben, weil eigentlich. Oh, Hundi, hau jetzt ab, endlich. Lass ich mal das Zeug mit dem. So, habe ich alles? Nee, davon ist doch Benzin. Medizin und Benzin. Und ja, auch nochmal Medizin. Warum haben wir dann eigentlich immer noch ein Fotos betreten? Was ist das hier? Also, ja, LKW, aber... Ist das nur so? Ach, warte mal. Okay. Hat jetzt irgendwie nichts Leeres zu bedeuten. Aber jedenfalls, wir haben es. Muss ein bisschen aufpassen mit dem Feuer immer noch. Hier ist doch irgendwas, was ich gerade gesehen habe. Hier unten. Da versteckt sich noch ein bisschen Medizin. Geil. Ja, Medizin immer gut. Das können wir nicht, hier kommen wir nicht rein. Ich wollte nicht in das Gebäude rein, aber nein. Okay. Das war eigentlich mal der Plan. Bringt das irgendwas? Nö, nicht wirklich. Das war nur meine Idee. So, okay. Dann hätten wir hier noch eine Nummer. Eine weitere FND-Basis. Dann können wir tatsächlich dann in der nächsten Folge mit dem besten Feind des Menschen weitermachen. Eine Level 3 jaranische Geschichte. So, ich brauche ein Auto. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen.
wir da durch? Ja, ne? Wahrscheinlich. Ach komm. So. Cool. Dann machen wir schnell noch das andere Ding da. Hier sind noch links Feinde, aber das ist jetzt gerade für mich ja irrelevant. Ein bisschen lang hier rechts. Ja, dass wir zwischendurch mal so zwischendurch einfach mal irgendwelche Basen mitnehmen oder was auch immer. Oh mein Quall. Oh, was ist hier? Das sollte eigentlich eben klar sein, dass wir zwischendurch so Dinge mal machen. Wow. Was ist hier links? Irgendwas Rotes, okay. Oh. Entschuldigung! Upsi! Okay. Kommen wir hier durch? Nee. Scheiße. Kontrollpunkt, robuster Zügel. Ah, geil. Okay, den müssen wir sogar noch frei machen. Could take what's inside. Ja, schon klar. Gut. Okay. Ja, nice dog. So, hier muss irgendwo noch ein Feind sein. Doch da. Mann, warum gehst du da nicht? So. Nee, das war nicht das Plan. Dann mal hier. Das Problem, ich kann ihn nicht töten, solange der Feind da am Weg steht. Solange der da. Jetzt. Erstmal der Scharfschütze weg. Meine Alarm deaktivieren. Und jetzt sind unten den Feind noch mitnehmen. Das hat wunderbar gut geklappt. Wow, jetzt müssen wir das Schild da noch wegholen. Dann haben wir das Ding. Ja, kannst du mich mal. Rechts und links ein und dann ist mal Juti am Schicht im Schacht. Dann machen wir es mit Gewalt. So, dann haben wir den Weg freier gemacht. Jetzt wunderbar. Kontrollpunkt erobert. Kontrollpunkt robuster Hügel. Sehr cool.
Ein weiteres militärisches Ziel haben wir. Auch solche Dinge gehören mal mit dazu. Cool, danke. So, dann haben wir jetzt noch die Schlüsselkarte bekommen dafür von dem Typen, glaube ich. Hier ist noch was. Ja, gut. Nimm 9. Okay. Mit Pistole. So, dann haben wir, glaube ich, alles, oder? Oder habe ich jetzt irgendwas übersehen? Hier ist noch irgendwas. Schrott. Ja, auch das. Was andere als Schrott bezeichnen, kann auch durchaus mal ganz wichtig sein. Gut. Dann haben wir das nämlich auch weg. Ach, hier unten ist noch mehr. Okay. Dann machen wir in der nächsten Folge die Sorrenio-Werft sauber. Wir befreien die von Feinden, wollte ich sagen. Auch die, wie gesagt, diese Dinge gehören einfach mal mit dazu. Und dann ist das so. Ja, bis dahin. Tschüss.